So, meine Lieben, kurzes Reaktionsvideo zu Reguliert Deutschland sich in den Stillstand. Fand ich coole Doku übrigens, vor 2 Tagen, genau. Das habe ich mir gerade angeschaut, noch zum Schluss. Stillstand. Aber überall auch Menschen, die das ändern wollen, die sich nicht abfinden mit ihrer Heimat als Land des kleinsten gemeinsamen Nenners, satt und matt. Die Ideen haben und Lust, gemeinsam anzupacken und Mut aufbringen, mit dem sich Neues schaffen lässt. Vielleicht nicht immer gleich perfekt, vielleicht nicht bis ins Detail geplant, vielleicht gerade deshalb. So, jetzt kommt mein Fazit auch, deswegen habe ich das ein bisschen so gelassen. Das ist ja kein Reaktionsvideo, sondern Feedback und so ein bisschen kann man immer lassen. Ich habe das erfahren durch CDF. Man kann mit CDF richtig cool schreiben und CDF ist da sehr, sehr, sehr tolerant. Ich weiß nicht, ob das daran, dass ich Jude bin. Mein Kumpel neulich, ja, weil du Jude bist. Juden regieren die Welt. Komm mir auf, so schlimm sind wir doch gar nicht. Ja, auf jeden Fall, die sind da sehr tolerant und haben mir auch selbst gesagt, dass sie vieles da lassen. Okay, mein Fazit, kommen wir zum Fazit. Es geht ja um, ne, wie reguliert Deutschland sich in den Stillstand und ich bin ja kein Deutscher, deswegen. Ich bin da nicht so wie ein Deutscher im Detail und dann dies, was war noch, wollte ich noch sagen, ich wollte noch dies und das sagen. Nein, mein Fazit ist, erstens CDF, coole Doku, ich habe sie durchgeschaut, machen nicht viele, 45 Minuten sind für mich nichts, ich nehme an Bundestag höre Bundestag reden zwischen 3 bis 5 Stunden, manchmal 10 Stunden, weil ich mich ja momentan für eine Partei bewerben will und da muss ich halt mal mitbekommen, was die da so alles sagen. Lange Rede, kurz Sinn. Reguliert Deutschland sich in Stillstand, sehe ich nicht so. Das ist aber ein sehr komplexes Thema. Wenn man dazu was will, dann einfach in den Kommentar reinschreiben, weil ich mache hier nur einen kurzen Podcast darüber und es kurz wie möglich halten. Also die deutschen Behörden sind überhaupt nicht das Problem, wie man gesagt. Ich finde es ganz lustig. Ich habe selber in der deutschen Behörde gearbeitet und das Problem ist, die Menschen an sich selbst, dass es keine Eigeninitiative gibt. Und auch in der Politik gibt es keine Eigeninitiative. Und das liegt auch daran, dass mir die deutschen Leitungen, weil es sind ja, viele Deutsche sind ja ganz tolle Menschen, aber die Verarbeitung der Geschichte ist nicht geschehen und ich merke es immer wieder und ich spüre es nicht nur, sondern ich merke es, dass die Leute dann das halt zeigen und so. Ich will das Thema echt nicht hier aufmachen, weil ich bin drüber hinweg von den ganzen Sachen, die mir da passiert sind als Jude, aber man darf nicht vergessen, solange in Deutschland es keine Leute gibt, die eingestellt werden, so wie ich, die mutig sind, die knallhart sind, die bereit sind, außerhalb jeder Sphären was zu tun, wird natürlich Deutschland in Stillstand bleiben und nicht vorankommen. Und da hilft keine Ampel, keine grüne Partei und so, weil das sind Leute, die einfach nicht da denken können. Ja, sie haben dann Tunnelblick, da braucht man so Leute wie mich, die kleinen YouTube-Kanal haben, weil sie gesperrt werden von YouTube wegen Politik Uncorrectness. Zumindest wird YouTube das nie zugeben. Aber ich weiß von jemandem, der das analysiert hat und sagt, dass da so ist, was ich mit YouTube nur Probleme habe. Vielleicht werde ich einen anderen Kanal woanders öffnen, aber lange Rede, kurz Sinn, da ist auf jeden Fall nicht das Problem. Die Behörden sind nicht das Problem. Es ist gesagt, es ist Eigeninitiative von den Leuten, die in der Behörde arbeiten oder auch Menschen im Allgemeinen. Und das können die meisten Deutschen nicht. Das liegt auch daran, dass Deutschland nur in der Hitlerzeit auf Befehl agiert hat. Und das haben wir auch nicht vergessen, auch in der Reichsmark, also im Deutschen Reich auch, in der Bismarckzeit auf Befehl. Wenn man da immer diesen Befehl im Hinterkopf hört, dann war da ungefähr so vom Gefühl her. Da-da-da-da, da-da-da-da. Au!
Wer hat mich gerufen? So ungefähr. Und wenn man das 100 Jahre im Kopf hat, dann kann man ja nichts Eigeninitiative zeigen und dann kann Deutschland tatsächlich nichts dafür. Ja, Deutschland muss einen Glasfaserausbau voranbringen. War ganz witzig, 8,1% nur, wenn andere Länder über 80% haben. Aber es wird vielleicht in 50 Jahren geschehen, in 1000 Jahren. Es sei denn, die machen mich zum Präsidenten und Bundeskanzler der Vereinten Nationen und dann geschieht es innerhalb von einem Jahr. Weil ich halt die Fähigkeit habe, das zu sehen und Probleme zu lösen. Und da ich ja kein Deutscher bin, bin ich ja kein Angsthase. Und sehr mutig. Nur die Frage ist halt, ob man mutige Menschen, ob man nicht von denen Angst hat. Und da muss es anfangen. Und wenn wir den mutigen Menschen Chancen geben und sie berühmt machen und nicht sperren, wie YouTube das macht, auf Shadow Level 3 haben sie mich schon gesperrt, also meine Videos kommen kaum an, werden kaum vorgeschlagen und so weiter. Also wenn diese Furcht erstmal weggenommen wird, dann wird es auch mit Deutschland und dann wird auch Deutschland wieder nach vorne kommen. Und ja, das war's auch von mir. Sehr vieles weggelassen mit Absicht, denn natürlich ist es immer wichtig, dass man einen Podcast kurz hält und nicht alle Details. Und ich mache sowieso das nicht mehr, weil wir wissen ja, Menschen sind nicht fähig, mehr wie 10 Minuten aufzunehmen. Und daher, wenn dir das Video gefallen hat, wenn das interessant für dich war und du andere Videos, kannst du auch meine Playliste dir anschauen. Ich werde immer mehr Videos in solchen Themen machen. Dann abonnieren, liken. Genau, abonnieren wirklich und liken und that's it.